Und als erstes möchte ich die liebe Gudrun nach vorne bitten. Danke vielmals. Guten Abend. Ich freue mich, hier heute bei euch zu sein. Ich bin heute das fünfte Mal selbst hier auf dieser Friedensmahnwache und erzähle euch etwas von meinem Weg, den ich seit voriges Jahr im Sommer gehe. Voriges Jahr um die gleiche Zeit hat mich eine Unternehmerin, eine Kollegin darauf aufmerksam gemacht, dass die Republik Österreich ein Unternehmen ist. Dann konnte ich das nicht glauben und habe angefangen zu recherchieren. Und mit jedem Tag mehr Recherche hat sich herausgestellt, dass nicht nur die Republik Österreich, sondern jedes Finanzamt, jedes Gericht, jedes sogenannte Amt, das wir früher gekannt haben, in eine private Einheit umgewandelt wurde. Und da habe ich mich natürlich gefragt, was verändert das für uns im Umgang mit diesen ehemaligen Behörden? Und es hat alles verändert. Weil, wie wir wissen, gilt unter Unternehmen das Handelsrecht. Und bei Verträgen muss eine beidseitige Übereinstimmung stattfinden, damit ein Vertrag zustande kommen kann. Und wer hat schon einen Vertrag mit dem Finanzamt unterschrieben, mit dem Gericht, mit einer Behörde? Also ich hatte in meinen Unterlagen, ich bin auch Unternehmerin, keinen gefunden. Und dann habe ich mich gefragt, wie konnte das alles sein? Und Fakt ist, dass die Republik, die Banken, na, vorher noch etwas, und zwar, wenn wir davon sprechen, dass die Republik Österreich ein Unternehmen ist, dann stellt sich sofort die nächste Frage, wem gehört Österreich dann? Ich bin davon ausgegangen, dass wir das Volk, der Staat sind. Aber im Moment der Privatisierung wurden 8 österreichische Banken, die Besitzer der Republik Österreich. Und das hat für uns, für jeden Einzelnen, eine große Veränderung gebracht. Nämlich, seit wann wolltest du wissen? Das kannst du alles recherchieren. Ich gebe nachher noch Links bekannt, weil in der kurzen Zeit hier kann ich nicht alles abdecken. Und zwar, 8 österreichische Banken besitzen Österreich. Und sie handeln nach einem internationalen Handelsgesetz. Vielleicht habt ihr schon mal gehört. Es ist der Uniform Commercial Code, kurz UCC. Er wurde in den 50er Jahren erstellt, damit die Länder der ganzen Welt miteinander Handel treiben können. Damit sozusagen Rechtssicherheit besteht. Egal von welchem Fleck des Globus aus Handel getrieben wird. Und 2009 dann kam es dazu, durch die Bankenkrise, dass ein internationales Expertenteam in der Hochfinanz einen Auftrag bekam, zu untersuchen, wie es sich auswirkt, wenn öffentliches Geld, sprich Steuergeld, zur Bankenrettung, sprich zur Rettung eines privaten Sektors verwendet wird. Und siehe da, es hat sich ein Abgrund geöffnet. Ich gehe nur auf 2 Dinge ein, und zwar, es wurde festgestellt, dass das Banksystem
einem Sklavensystem gleicht. Und dadurch, dass ja auch alle Staaten der Welt bis auf 4 privatisiert worden sind, gilt das dann auch für jeden einzelnen Bürger dieser Staaten. Und wie geht das? Ich habe nachgeforscht, und zwar, jedes Kind, das in Österreich auf die Welt kommt, wird gemeldet an das Standesamt mit einer Anzeige einer Lebendgeburt. Und siehe da, da steht kein Name drauf. Denn aufgrund dieser Anzeige, das entspricht einem Lieferschein im Seerecht, was wird dem Staat geliefert, wird dann die Geburtsurkunde ausgestellt. Und wie die Geburtsurkunde schon sagt, es ist eine Urkunde, es ist ein Pfandbrief geworden. Es ist gleichzeitig eine juristische Person erstellt worden, mit der wir als Humankapital auf der Börse gehandelt wurden. Und so hat dieses Expertenteam eine Entscheidung getroffen, dieses System, dieses Sklavensystem einfach zu beenden. Sie haben 3 Jahre gebraucht, um eine Lösung zu finden. Und es mit einfachen Worten erklärt, haben sie in diesem UCC, also in diesem Uniform Commercial Code, kann man sich vorstellen, so eine Eingabe wie beim Gericht gemacht. 2 Dinge, unter anderem eben, dass ein Sklavensystem betrieben wird von Staaten und von Banken. Und dass der Mensch über sich keine Hierarchie hat. Und es gibt eine Eigenheit in diesem UCC, das heißt, die Regierungen und Banken wurden informiert von dieser Eingabe und sie hätten Zeit gehabt, zu widersprechen, das zu widerlegen, es für null und nichtig zu erklären. Aber siehe da, nichts ist passiert. Das heißt, aufgrund der Eigenheit dieses Gesetzes hat sich das Gesetz in diesem internationalen Handelsgesetz voriges Jahr im Dezember verändert. Ich sage es noch einmal, aufgrund dieser Nichtwiderlegung dieser Fakten hat sich das Gesetz verändert. Und seit dem Vorjahr, seit Dezember 2012, gibt es eine neue weltweite gesetzliche Realität. Die heißt, Banken und Staaten sind zwangsvollstreckt und der Mensch besitzt sich wieder selbst. Er kann nicht mehr als Humankapital an der Börse gehandelt werden. Aber was ist passiert? Zum einen ist es so, dass diese Meldung über diese Gesetzesänderung nicht über die großen Informationsproduzenten, Nachrichtenagenturen getickert ist, sondern dass diese Mannschaft, dieses Expertenteam ihre eigenen sozialen Medienkanäle geöffnet hat, um dieses Wissen über die ganze Welt zu verbreiten. Und so ist es auch nach Österreich gekommen. Und an wem liegt das jetzt, diese gesetzliche Realität zum Leben zu erwecken? Alle machen weiter wie bisher. Und ihr habt ja auf den vergangenen Mahnwachen hier die Experten gehört. Am Finanzsektor erklären sie ganz genau, wo die Abgründe liegen. Und dass es nur an uns liegt, diese neue Realität ins Leben, also zum Leben zu erwecken und in Realität zu bringen. Ich selbst habe voriges Jahr im August aufgrund dieser neuen Realität meinen Immobilienkredit aufgehört zu bedienen. Und wie ihr wisst, geht der ganz normale Gang dann, erste Mahnung, zweite Mahnung, Fälligstellung, Zahlungsaufforderung des Gerichts. Und es gibt Instrumente, mit denen wir uns wehren können oder mit denen wir
diese sogenannten Sachbearbeiter, die übrig geblieben sind in den Banken, in den Regierungen. Denn, wie ich vorher erklärt habe, die Hülle existiert nicht mehr, das Rückgrat. Jeder, der jetzt dort noch arbeitet, ob er es wahrhaben will oder nicht, arbeitet auf eigene Verantwortung. Und ich habe Sie informiert, dass aufgrund der gegebenen Tatsache alles erledigt ist. Und ich habe von meiner Bank nichts gehört. Jedoch musste ich zum Richter. Die Polizei hat mich geholt, weil ich freiwillig nicht in eine Firma gehe, mit der ich keinen Vertrag habe. Und siehe da, der Richter, vor dem ich stand, ich habe ihn gefragt, wer sind Sie? Er hat geantwortet, er ist der Richter sowieso am Bezirksgericht. Dann habe ich ihn um seine Legitimation gefragt. Dann hat er angefangen zu brüllen. Und er hat gebrüllt wie noch nie ein Mensch in meinem Leben vor mir. Dann habe ich ihn gefragt, ob ich ein Verbrechen begangen habe. Weil ein Verbrechen kann ich nur gegen einen anderen Menschen begehen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob es korrekt ist, dass er hier vorne bei sich am Schreibtisch die Treuhand von mir, die auf meinen Namen lautet, sprich meiner juristischen Person, verwaltet. Und er hat es geleugnet. Dann habe ich von vorn begonnen, ihm diese Fragen zu stellen. In der zweiten Runde hat er mir dann bei der Legitimation seinen Dienstausweis gezeigt. Und ich habe gesagt, danke, das zeigt mir, dass Sie hier angestellt sind. Aber wie, wo ist Ihre Legitimation, dass Sie über mich bestimmen können? Mit delegierter Gewalt über mir? Das kann er nicht, das hat er nicht. Durch die Zwangsvollstreckung des Staates, der Unternehmen, gibt es keine Legitimation, wo er mich als Mensch oder als menschliches Wesen in einer Firma behandeln kann. Und das ganze Spiel habe ich 3 Runden lang mitgespielt und dann hat er gemeint, wir sind fertig, ich kann gehen. Ich bin gegangen. Aber kurz bevor ich die Tür schließen wollte, hat er mir nachgebrüllt. Ich werde Sie einweisen lassen in die Psychiatrie. Ich bin rausgegangen aus dem Gericht und habe mal tief Luft geholt. Und habe gedacht, wenn das alles ist, was Sie gegen mich in der Hand haben, nur weil ich meine Rechte in Anspruch genommen habe und einen illegalen Kreditvertrag nicht zurückbezahle, weil ich die Wahrheit erfahren habe, dann ist das sehr wenig. Aber ich sage euch, ich hatte Angst, bevor ich dahin gegangen bin, weil ich hatte vorher noch nie am Gericht und noch nie mit einem Richter zu tun gehabt. Aber nach diesem Termin, es war wie meine Feuertaufe, ist etwas in mir gewachsen, und zwar, wer bin ich? Und ich sage euch, wenn ich in eure Gesichter schaue, es kommt Freude auf. Weil wir sind alle miteinander verbunden. Und wir haben ein Herz. Und wenn wir auf dieser Herzensebene kommunizieren, dann gelten wieder Rechte, von denen ich gar nicht gewusst habe, dass sie existieren früher, wie ein Naturrecht oder ein Common Law, ein allgemeines Recht, das auf den einfachsten Nenner zurückgebrochen heißt, das, was ich nicht will, dass man mir tut, das tue ich keinem anderen. Und durch diesen Prozess, ich habe alle meine Nachbarn informiert, ich wohne in so einer kleinen Siedlung, damit sie sich nicht wundern, wenn auf einmal Menschen auftauchen in Uniformen und Fragen stellen. Und sie waren mir dankbar und es ist etwas gewachsen, das ich vorher nicht kannte. Und ich sage euch, der Weg ist schön für mich und ich kann euch nur ermutigen, denkt nach, recherchiert so lange, bis ihr es glauben könnt. Dann trefft eine Entscheidung und fängt an zu leben. Wir leben in einer der bedeutendsten Zeiten für mich im Moment auf dieser Welt, wo jeder sein eigenes Schicksal in die Hand nehmen kann und losgehen kann. Und am Anfang habe ich gedacht, ich bin allein.
Aber siehe da, seit ich diese Entscheidung getroffen habe, lerne ich Leute kennen, wie ihr hier, aber auch international, Projekte, Menschen, die so denken wie ich. Und ich war in London vor ein paar Wochen und habe dort eine finnische Ärztin kennengelernt, die sich mit Gedankenkontrolle beschäftigt. Und sie hat mir erzählt, das bestgehütetste Geheimnis der Welt. Und was glaubt ihr, was das ist? Das ist I and myself. Wenn jeder von uns wüsste, welch wunderbares Wesen er ist, welches Potenzial in ihm steckt, dann würde die Welt anders aussehen. Aber ich weiß, es hat voriges Jahr im Dezember begonnen, dass sich diese Welt verändert. Und zwar in eine wunderbare neue Welt, weil jeden Tag mehr Menschen dieses Gefühl erleben, ob sie jetzt mit jemandem anderen sprechen, es träumen oder es ihnen sonst wo einfällt. Und sie kehren um oder treffen eine Entscheidung und gehen einen neuen Weg. Denn Geld, was ist Geld? Wir sind der Wert hinter diesem Geld. Wir kreieren, wir denken, wir arbeiten, wir schaffen. Das Geld ist gedeckelt durch uns, mit unserer Leistung, mit unserer Schaffenskraft. Und es gibt so drei Faktoren. Es gibt so ein ganz internationales, tolles Projekt. Und der Gründer, er sagt, es gibt drei Dinge zu überwinden. Zeit, Geld und Angst. Es sind drei. Und wie überwinden wir das? Ich bin gerade von meinem Parkplatz hierher gelaufen und bin am Naturhistorischen und Kunsthistorischen Museum vorbeigelaufen und habe gedacht, Österreich, eine Nation, die so viele tolle Leute bis heute hervorgebracht hat, die sind doch nicht ausgestorben. Es ist Kunst und Schönheit und Bewusstsein, das jetzt wieder zu seiner Blüte kommt. Und damit will ich schließen. Wer sich informieren will, kann das tun. Wir sind eins.org oder auf meiner Facebook-Seite oder auf einem Projekt, das heißt newearthnation.org. Und es sind diese schönen Dinge, die uns anziehen und die wir wieder selber hervorbringen werden. Informiert euch und dann legt los. Danke, Gudrun. Wir haben jetzt eine kurze musikalische Unterbrechung. Ich bitte euch, das zu nutzen für Anregungen in der Anregungenbox und für Flyer zum Nehmen und zum Verteilen. Dankeschön. Thank you.